Fühl den Schmerz. 7 Schaden, oh Mann. Ich bin nie dran. Zack, da steh ich wieder, sehr gut. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hinschießen kann. Anscheinend irgendwo hin. Achso, ich habe zu wenig AP. Alles daneben. Du wurdest getötet. Die Dunkelheit des Lebens nach dem Tod. Naja, aber bringt ja nichts. Ich bleib da unten, bis ein Gegner umfällt oder bis ich tot bin und dann mache ich das halt nochmal. Im Grunde muss ich ja nur einmal richtig... Nein. Im Grunde muss ich ja nur einmal richtig Glück haben. Wenn er wieder so 140 Damage auf irgendeinen Alien macht, dann fällt er um. Aber ich kann mal die Kampfgeschwindigkeit hier erhöhen. Schaden. Ja, ich hätte vielleicht doch mal skillen sollen. Es gibt so dieses steinharter Typ oder so, dass man nicht mehr umgeworfen werden kann. Vielleicht hätte ich das doch mal skillen sollen. Das war halt bisher nie so ein Problem. Weg steht vor dem Gegner mit einer riesigen Schrotflinte verfehlt. Der doofe Sprecher als Belohnung. Fühl den Schmerz. 5 Schaden. Schaden. Oh Mann, kann er nicht wieder einmal richtig treffen? 140? Ich weiß halt nicht, ob die HP gespeichert werden, wenn ich nach oben und nach unten gehe von den anderen Gegnern. Deswegen warte ich eigentlich, dass einer umfällt und dann... Oder zumindest ist das der Plan. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Oh Mann. Oh Mann, triff doch mal bitte richtig.
Rick wurde getötet. Mann, das ist aber dann auch Pech, wenn einfach keiner mit seiner Waffe mal richtig trifft und ich die ganze Zeit am Boden liege. Was ich auf jeden Fall sonst nochmal machen kann, ist allen nochmal sagen, du kannst denen ja festlegen, auf welches Ziel die schießen. Ich glaube, da gibt es auch schwächstes Ziel. Und das müsste ja dann bedeuten, dass wir quasi auch alle aufs Gleiche schießen. Ich weiß nicht, was da gerade eingestellt ist. Aber das wäre vielleicht nochmal so ein Ding. Ja, wenn halt jeder auf was anderes schießt, dann dauert das natürlich länger. Wenn ich generell nicht schießen kann, weil ich irgendwann im Zug immer auf dem Boden liege. Punkte auf den Fetten hier links. Das ist doch mal schon ziemlich gut. Vorbei an der Abwehr. Liegt auf dem Boden, ist aber noch am Leben. Und ich lieg wieder auf dem Boden. Rüstungswert 42, ja, ist echt krass. Ach Mann, und ich bin lieg wieder auf dem Boden, ey. Zehn Punkte auf den Centaur. Ich habe keine Ahnung, ob es was bringt, aber ich glaube, ich gehe nochmal hoch. Sag den Leuten alle nochmal, übrigens, ihr schießt dann bitte auf das schwächste Ziel und dann gucken wir nochmal. Attacke wen? Den schwächste geht nicht. Ja gut, dann wer am nächsten ist. Okay. Dann haben wir Sulik, dann fragen wir Cassidy mal. Noch zufrieden mit seinen Waffen? Schwächsten? Nehme an, dass er damit jetzt nicht den schwächsten Gegner meint, sondern im Grunde den am meisten verletzen, der mit am wenigsten AP oder sowas. Und nicht der am wenigsten Schaden macht. Ach, und Vic kann den stärksten nicht angreifen. Das ist witzig. Der ist so groß, auf den schieße ich doch nicht. Ach Gott. Heilen wir uns mal wieder hoch.
Mist, das ist echt ziemlich lecker. Mist im Sinne von, das wollte ich mir eigentlich nur mal ausprobieren und das ist mir eigentlich zu teuer. So, auf ein neues. Mal gucken, ob es irgendwas gebracht hat. Schieß mal auf jeden Fall auf den Centaur jetzt. Eventuell hat er schon Schaden bekommen. Man weiß es nicht. Ich lieg schon wieder auf dem Boden. Also, Weg scheint jetzt sich echt ein bisschen zu bewegen, um jemand anders anzugreifen. Also vielleicht macht es einen Unterschied. Also es macht keinen Unterschied, weil Weg daneben schießt. War so theoretisch. Schaden, ja. Neun Schaden am Alien. So, dann stehe ich mal wieder auf und beende meinen Zug. Maskottchen weg. Machte meinen 5 Damage. Immerhin trifft er mal irgendwas. Und ich benutze mal eine andere Pistole. Genau. Wir freuen uns schon, wenn du nur dabei bist. Wenn man mich sucht, ich lieg schon wieder da unten. Ah. Ey, Vic hat getroffen. 12 Punkte. Bam! Alien ist aber noch am Leben. 20 Schadenspunkte, das reicht nicht. Das steht nur wieder auf. Das ist wie ich, wenn ich umfalle. Das sieht schlimmer aus, als es ist. Ja, ich kann jetzt auf jemanden schießen oder ich kann abhauen. Ich versuche dich wie ein rothaariges Stiefkind. Solche Beleidigungen, ey, ne? Der Kampf ist für ihn vorbei. Ach Gott. Ja, ich hab. Aber sind alle noch da, oder? Der liegt nur da, weil... nein. Wollte wieder abwarten. Ach so, die brauchen ja dann wirklich ein bisschen, ne? Er schaut so gut wie tot. Er nickt dir zu. Okay. Cartman-Style. Ja, das stimmt. Ginger! So, dann nutze ich das mal, um mir ein weiteres Kaltgetränk zu holen. Das ist echt der Vorteil von diesen Kämpfern. Es gibt ja so andere Spiele, wo, wenn ich dabei was trinke, ich eigentlich gar nicht die Chance habe, einen Schluck zu nehmen, weil immer irgendwas passiert. Also bei so einem Rennspiel oder so, da kannst du ja nicht mal eine Sekunde lang auf den Chat gucken.
Bei dem Spiel hier, da kann man eigentlich, also nebenbei könnten wir auch noch eine Runde Hearthstone spielen oder so. Zumindest bei dem Kampf jetzt. Also hier bin ich auf jeden Fall seltener dran als bei Hearthstone. Wobei ich ja im Grunde dafür die ganze Zeit gucken muss, ob im Kampflog nicht steht, Vic ist gestorben. Chris ist tot. Ja, Chris ist auch immer noch tot. Da wird sich nicht mehr viel dran ändern. Ja, das auf jeden Fall auch. Ja! 25 Schaden und der fiese Zentaur ist getötet. Der war wirklich fies. Der heißt nicht nur so. Das ist nicht der freundliche Zentaur mit dem fiesen Vornamen. Und das heißt, dass wenn 25 Schaden ausreichen, um ihn zu killen, dass der Schaden gespeichert bleibt. Prost! Ein richtiges Bier jetzt. Kann sich auf was gefasst machen. Da merkt man wieder die 90er. Ja, weiß ich nicht. Ich hätte genau umgekehrt argumentiert, dass bei den alten Spielen, dass du nicht zusätzlich noch speichern kannst bei Gegnern, bei denen du gerade nicht bist, wie viel AP die jetzt haben. Von daher hätte es mich jetzt auch nicht gewundert, wenn die... Ja, wenn gerade bei älteren Spielen das halt dann nicht mehr mit... Wenn die sich halt deshalb heilen. Und bei Position und so, wurden sicher auch gemerkt. Hinterher hast du die ganze Festplatte voll mit irgendwie Gegner steht da, du hast noch so und so viel Munition. Wobei mir gerade auffällt, ich kann eigentlich einen Einzelschuss abfeuern, wenn ich aufstehe. Ich habe 5 und nicht 4, weil ich doch einen Beweglichkeitspunkt dazu bekommen habe jetzt. Ja, vielleicht. Genau. Future. Da kommt doch noch einer. Oh Gott, ey. Steht auf und direkt wieder umgepustet. Ja, ich glaube, dann gehe ich aber gleich wieder hoch, oder? Dann habe ich jetzt, weiß ich nicht, vorher wurde mir die Entscheidung ja im Grunde so ein bisschen abgenommen. Entweder, also ich bleibe so lange unten stehen, bis ich sterbe oder ein Alien umfällt. Ja, wie lange bleibe ich jetzt unten stehen? Bis ich unter 30 HP bin? Bis ich nicht mehr will? Okay. Ja gut, aber das ist ja dann wirklich schon Bug-Using, würde ich mal behaupten. Oder Ketzerei, je nachdem. Ja, noch eins tot. Okay, jetzt gehe ich hoch. Hast du eigentlich Planescape Torment mal gespielt? Da kommt ja demnächst ein neues raus und das fand ich so auch ziemlich geil. Das ist ja im Grunde auch so ein Oldschool-Spiel wie das hier. So, alle noch am Leben oder habe ich einen übersehen? Wo ist Vic? Vic?
Habe ich überlesen, dass er gestorben ist? Scheint so, ne? Sama Alien wurde getötet. Nee, aber seitdem auf jeden Fall nicht mehr. Ist er nicht mit? Nee, wo ist der hin? Moment, das muss ich erstmal lesen. War doch mit einem Zombie? Nee, ich meine halt im Grunde war es halt auch so ein Oldschool-Spiel wie halt hier mit irgendwie trifft moralische Entscheidungen und trifft viele Leute und so. Also halt nicht vom Setting und nix, sondern halt nur vom Gameplay her. Geh mal raus. Ich kann nicht lesen, wo irgendwie Vic gestorben sein soll, aber er ist irgendwie nicht dabei. Nö, ist weg. Ach komm. An 14 Schaden mache ich jetzt gegen den Gegner, der nichts mehr hat an HP. Okay. Baldur's Gate wäre ja im Grunde auch so Spiele, die man mal machen könnte, ne? Na Gott, aber das ist dieses Fass. Der Themenbereich ist riesig, gigantisch groß. Ja, vielleicht schieße ich jetzt nochmal und gehe dann aber gleich hoch. Dann haben wir schon mal zwei ins Blatt bekommen. Weil Weg liegt da schon so miserabel. Ich müsste, wenn ich so weit am Ausgang stehe, nämlich eigentlich schießen und dann mit den zwei Punkten noch hochgehen können. Hast du es nicht genügend gezogen? Ich stehe genau daneben. Nein. Ach so, meinst du, das ist so schwierig? Im Zweifel nicht einfach auf leicht stellen oder so? Ja, okay, wir läuft schon davon. Ja, es ist kein gutes Zeichen. Ich wurde getroffen ohne Schaden. Ich achte den Zug mal nur drauf, was mit Weg ist. Also ich kann nicht schießen und dann hoch. Fürs Hochgehen braucht man anscheinend nochmal 4 Aktionspunkte oder sowas. Naja. Kampf ist für ihn vorbei. So dick wird trocken ohne Schaden. Verfehlt, verfehlt, verfehlt. Ja, 4 Punkte ist benutzen. Okay. Okay.
Ja. Das in jedem Fall. Aber ich denke mal, das ist schon vergleichbar mit Fallout. Sagt der Baten Kaitos was oder irgendwie so? Baten Kaitos? Baten Kaitos? Halt so ein ewig riesiges Rollenspiel für ein Gamecube, glaube ich. Das gilt quasi so, als wenn man nach Speedrun sucht, nach dem längsten Speedrun überhaupt. Und da hat einer aus Spaß, jetzt sind ja gerade die Anmeldungsphase für AGDQ. Und da hat einer aus Spaß gemacht, mein Lieblings-AGDQ würde so aussehen: Öffnungszeremonie, dann startet der Baten Kaitos Run. 3 Tage später, AGDQ ist zu Ende. 5 Tage später, der Run ist zu Ende. Die Speedruns gehen sowas wie 22 Stunden oder so. Glaube ich, keine Ahnung. Vielleicht sind es auch nur 12. Aber das ist auf jeden Fall für die Hartgesottenen. Achso, aber er meint natürlich nicht den normalen Run, sondern den 100% Run. Boah, das sieht so schlimm aus, wenn er da auf dem Boden liegt und die da 3 Jahre auf ihn einhacken. Aber so ist es halt manchmal. So ist es halt manchmal. Versuche ich jetzt eher das Alien zu killen, was da auf dem Boden liegt. Was? 45 Schaden? Das Ding ist nicht tot. Ja, jetzt habe ich ihn so gut getroffen. 45 Schaden ist richtig viel. Vielleicht gehe ich danach jetzt hoch, bevor jetzt Vic stirbt. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Also ganz ehrlich, als er mich gefragt hat, ob ich nicht seine Freundin suchen kann, die sich hier verlaufen hat, hatte ich gedacht, das ist eine Sache von 20 Sekunden. Zwei Jahre. Ja gut, aber die meiste Zeit streife ich ja nicht durchs Ödland, sondern warte, bis Vic wieder aufgestanden ist. Nein. Zwei Schaden. Ach du Scheiße. Bam. 13 Schaden immerhin. Schaden. Das war richtig gut.
Ach komm! Jetzt lieg ich schon wieder auf dem Boden. Tank und kein Damage-Dealer. Ja, ich wäre gern beides. Und Heiler. Und ich will mich selber wiederbeleben können. Das war so ein früher so ein alter World of Warcraft-Witz. Wo du siehst, irgendwie ein Kind von Entwickler. Papa, Papa, ich will irgendwie ganz viel Schaden machen. Ich will ganz viel austeilen. Ich will heilen können. Und ich will mich selber wiederbeleben. Aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Doch, ich will mich selber wiederbeleben. Ja, okay. Und dann wurde die Klasse Schamane erfunden. Weil die können halt das alles. Die können Schaden machen, die können Tanks sein, die können heilen und die können sich selber wiederbeleben. So, jetzt ist gut, jetzt gehen wir wieder nach oben. Der arme Vic hat schon ganz Kopfschmerzen vom langen, mit euch durch die Gegend tollen. Die eierlegende Wollmilchsau, genau. Seitdem heißt es nur noch Schamane. Oder Spieler 1. Ja, jetzt auch bei Hearthstone, genau. Geschichte wiederholt sich.